Falsches Verhalten in den Bergen kann lebensgefährlich enden. Die unreflektierte Nachahmung kann zu starken Schmerzen bis hin zum Tod führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren alpinen Profi, die Experten in den Kommentaren oder aber auch Ihren Hausverstand. Keine Ahnung, ob ihr mir seht, Leute, aber so schaut es aus in einem Notbiwak. Ich habe sowas schon einmal gehabt, der ultimative Härtetest. Wahnsinn, alles locker. Grüß euch liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video am YouTube-Kanal von Alpine Momente. 7. von 20 versprochenen 3000ern im Sommer 2020. Einige von euch wissen es vermutlich, Salewa spendet 5 Euro pro bestiegenem 3000er in Österreich für die Renovierung der Glockner Biwakschachtel. Und ich gehe jetzt gerade auf die Talleitspitze in den Ötztaler Alpen auf. Dieser Gipfel ist noch nicht bestiegen im Zuge von Salewa 3000. Dementsprechend viel Spaß, kommt mit bei dieser Tour und mich würde es auch freuen, wenn der ein oder andere von euch dabei wäre bei Salewa 3000. Was ihr dafür machen müsst, da habe ich oben und auch unten in der Beschreibung in der Infobox ein Video verlinkt. Viel Spaß, gehen wir auf die Talleitspitze und das mit einem Notbiwak und hört an diesem gewaltigen Sonnenaufgang. Kommt mit! Und ab geht's wieder mal ins Ötztal. Kommt mit, liebe Leute, ich nehme ein paar Videos für euch mit. Wie immer, Parkplatz für einen Tag in Fendt, 5 Euro, Liftparkplatz ideal. Unser Ziel da hinten oben, die Talleitspitze, schauen wir uns einmal, wie weit das ist heute aufgeschafft. Auf den Berg wollte ich schon ewig lang rauf, heute ist es soweit, pipi fein, perfekt. Parkticket gut hinter die Windschutzscheibe rein da. Und da eben Wildspitzbahn, geht's auf Richtung Reslauer Hütte. Habe ich eine wunderschöne Tour verfilmt auf dem vorderen Bruchkogel. Verlinke euch oben und auch unten in der Beschreibung. Schaut euch dieses Video gern danach an, nach diesem Video. Ja, wie immer starten wir einmal in Fendt. Geht über die Ache drüber. Und dann links Richtung Martin Buschhütten rein. Juhu! Gewaltig! Erstes Ziel, Hörnli. 1,5 Stunden. Schauen wir mal, wie weit das ich heute noch komme. Da unten sind zwei holländische Freunde. Gruß geht raus. Es freut mich so sehr, wenn ich von den Zuschauern angesprochen werde. Ihr seid so cool, Leute. Ein Traum. Wir sind jetzt da hinten hergekommen. Da geht es weiter Richtung Martin Buschhütte und wir gehen vorerst diesen Steig entlang Richtung Hörnle. 1,25 Stunden. Also eins kann ich euch sagen, Leute. Da rauf Richtung Hörnle, Talleitspitze, machst schnell Höhenmeter. So Leute, ich glaube, ich bin jetzt an einem Hörnle heroben
gute 50 Minuten unterwegs. Da ist sogar ein Gipfelkreuz. Schauen wir mal. Carpe Diem. 2015 ist das aufgestellt worden. Schön ist da, oder? Wunderschön. Und für mich muss da weiter aufgehen. Wahnsinn! Wahnsinn! Juhu! Da sieht man jetzt sogar einen Steig. Sprich, da rauf geht es jetzt für mich weiter. Es ist eine traumhafte Stimmung. Wahnsinn! Keine Markierungen, aber Sturmandel. Und nach wie vor ein super guter Steig. Da unten auf der Erhebung das Hörnle. Nach 700 Höhenmeter habe ich meinen ersten Freund gefunden. Jetzt da ein Schafei. Ja Leute, also es ist jetzt 19.21 Uhr. Die Sonne geht um 20.50 Uhr unter. Ich bin jetzt auf 2700 Meter, habe 800 Höhenmeter im Aufstieg gemacht. Ich komme von da vorne unten aus dem Tal her. Da oben sehe ich ein kleines Kreuz. Und da hinten oben ist der Gipfel von der Talleitspitze. Ich sehe mittlerweile das Gipfelkreuz mit freiem Auge. Auf der Kamera sehe ich es nicht, aber ich blende es auf der anderen Kamera ein, dann sehe ich es. Das Gelände ist da eigentlich ganz gut geschützt. Ich werde jetzt einmal nur zu diesem Kreuz da raufgehen und vermutlich werde ich mir da einen Biwakplatz suchen und werde es mir da gemütlich machen. Ich habe eben, wie gesagt, noch 1,5 Stunden Zeit, bis dass die Sonne untergeht. Da bereite ich einmal alles vor und morgen in der Früh werde ich vor dem Sonnenaufgang den Gipfel in Angriff nehmen. Das ist der Nordostgrat. Die Sonne geht irgendwo im Osten da drüben auf. Und es wird ein Bombentag, das heißt, ihr könnt euch richtig was Cooles erwarten. Ihr werdet selbstverständlich so richtig früh aufstehen und ihr kriegt die volle Ladung alpine Momente in der Früh. Ich habe nochmal die Wetteranimation gecheckt. Sollte da eigentlich kein Gewitter oder irgendwas kommen. Ich habe mir jetzt sicherheitshalber den Rucksack da her da. Und ich werde jetzt dann da ein bisschen weggehen in diese Mulde. Da werde ich biwakieren, da bin ich geschützt. Das ist mein Biwaksack, das heißt, das ist wirklich ein Notbiwak. Das hat mit Romantik unterm Sternenhimmel gar nichts zum tun und das ist jetzt der ultimative Härtetest. So schaut es aus, das wird eine kurze Nacht. Keine Ahnung, ob ihr mich seht, Leute, aber so schaut es aus in einem Notbiwak. Ich habe sowas schon einmal gehabt mit dem Damm. Damals war der Wetterbericht super und es ist ein Wetter gekommen. Wir haben uns damals auch eine gute Mulden gesucht und heute bin ich wieder in so einem Notbiwaksack. Es war ehrlich gesagt ein bisschen heraufbeschworen, aber das Regenanfang. Das war nicht beabsichtigt. Ich habe zwei Paar Handschuhe dabei und in einen werde ich jetzt gleich einmal reingehen. Und dann werde ich versuchen zum Schlafen. In dem Sinn wünsche ich euch eine gute Nacht. So ein Abenteuer. Bis morgen. So, es ist 4.10 Uhr. Anhand des Windes, glaube ich, kann man sich vorstellen, wie angenehm das die Nacht war. Mir ist auf die Zehen ziemlich kalt, der restliche Körper ist warm. Ich habe mittlerweile meine Sachen gepackt und ich mache mich jetzt auf den Weg auf die Talleitspitze rauf. Ihr seht dann bald was. Falls ihr mich seht, das war gar nicht so einfach da rauf zu finden. Eine Geröllhalde Ende nie, aber es hat sich schon mal so richtig ausgezahlt, so früh zu starten.
bin auf jeden Fall richtig unterwegs. Da war ich vorher auf dem Gradaufe. Gut, dass ich das Ganze umgangen bin, wesentlich einfacher. Und das ist der Nordostgrad. Schauen wir mal, es gibt nach wie vor Sturmhandel. Vermutlich werde ich da irgendwo auf dem Gradaufe gehen. Schaut euch einmal an, wie brüchig dass der Scheiß da ist. Also da rauf gibt es echt ziemlich viel Wahrheiten, entweder da auf dem Grat oder da umgehen und dann wieder rechts. Auf jeden Fall 80 Meter sind es noch bis zum Gipfel. Ich sehe da eine Spur. Schauen wir mal. Ich denke mal, das ist umgangen worden. Ein wilder Berg. Ein wilder Berg. Und jetzt da rauf. Das ist mir zu viel Schotter. Es sind jetzt keine 100 Höhenmeter mehr auf dem Gipfel. Ich werde jetzt die Stecken da lassen, weil ich muss da rauf. Und das Gelände schaut jetzt ein bisschen anspruchsvoller aus. Dementsprechend habe ich mir die GoPro auf den Kopf aufgeschnallt und nehme euch da mit. Gehen wir auf den Gipfel. So, schauen wir mal. Thank you.
Der Weg stimmt auf jeden Fall. Schwammmantel da rauf. Man hätte es aber, ja, das war der normale Weg gewesen. Ja. Mei, weit ist nicht mehr. Da geht auch ein Weg auf, aber das ist wirklich ein Berg, der auseinanderfällt. Wahnsinn, alles locker. Alles locker. Ah, locker. Locker. Bist du deppert? Da ist zum Aufpassen. Alter. Ah, herrlich, die Sonne. So ein Schotterhaufen da, bist du deppert. Weiß ja nicht schwer, aber das macht's gerade so anspruchsvoll. Wenn's schwerer zum Klettern war, war der Fels vermutlich kompakter. Jawohl.
Jawohl. Gipfel in Sicht. Juhu! Ah ja, die letzten Meter zum Gipfel, ein Schotterhaufen, der es in sich hat. Ja, in dem Sinn, Berg heil, liebe Leute von der Talleitspitze. Ich werde sie für Salewa 3000 markieren. Damit wäre die Talleitspitze bestiegen. Gebt sie mal einen fetten Daumen her, weil da oben rauf war es echt zum Aufpassen. Und das ist auch noch gescheit zum Aufpassen da oben. So ein Bruch. Ich mache mal eine kurze Pause. Ha. Ja, so schön ist da herum auf der Talleitspitze. Ich habe es jetzt einen richtig genossen. Mittlerweile ziehen wieder ein paar Quellwolken auf. Das heißt, ich werde jetzt dann wieder retour gehen. Aber ich zeige euch da jetzt noch. Da geht so eine gerade Überschreitung, das ist der Kreuzkamm, geht es der Viere. Bis ganz hinten zur Finalspitze, da vorne ist der Similaun, ganz hinten die hintere Schwärze. Alles schon Touren, die ich gemacht habe. Und diese Überschreitung vom Kreuzkamm, ja, die wird mich auch sehr reizen, aber es ist ein Dreier, es ist brüchig und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil es ist da der Normalweg auf, echt auch schon sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich habe da jetzt einen höllischen Respekt beim Runtergehen und dementsprechend ist das da drüben nichts für mich, aber da herum, das zahlt sich echt aus, das ist ein Traum, richtig gewaltig. So, liebe Talleitspitze, jetzt lasst mich noch gut runter. Geht es wieder da.
Tour. Deppert. Also das ist echt was da, aber durch den Schotter. Wenigstens ein bisschen ein Pulver. So, jetzt einmal aufpassen. Brutal. Mittlerweile bin ich wieder bei meinem Biwakplatz angekommen. Jetzt geht es noch ungefähr 800 Höhenmeter ins Tal. Das ist aber jetzt kein großartiger Unterschied zu dem, was ihr bergauf von mir gesehen habt. Das habe ich ganz gut dokumentiert. Darum mache ich jetzt gleich das Fazit. Also die Tour auf die Talleitspitze, da ist Einsamkeit garantiert. Heute ist der 31. Juli. Der letzte Gipfelbucheintrag datiert vom 23. Juli. Heuer sind bis jetzt sind ungefähr ja, keine 10 Einträge in dem Gipfelbuch erinnern gewesen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie wenig da los ist. Also wer einen abgeschiedenen, einsamen 3000er ohne Gletscherkontakt sucht, der ist auf der Talleitspitze sicherlich ja, gut aufgekommen. Allerdings, ja, ca. 1600 Höhenmeter im Aufstieg hat die Tour. Es ist, ja, ab dem Hörnle ist nichts mehr markiert. Es sind dann noch Steinwänner, so wie da hat es ja gerade. Das macht das Ganze aber trotzdem sehr anspruchsvoll, vor allem in der Finsternis. Und nachher im oberen Bereich, du musst zuerst schauen, dass du den ersten Gendarm umgehst, dass du links vom Grat bleibst und dann ca. auf 3100 Meter gehst du auf den Grat rauf. Der Grat ist nie schwieriger wie erster, maximal
unterer zweiter Schwierigkeitsgrad, aber er ist extrem brüchig. Also ich habe heute so viel Steine lostreten, ich habe so viel ausgerissen, ihr habt es eh gesehen, habe ein bisschen was mit reingenommen ins Video. Also das ist richtig, richtig zum Aufpassen. Und bei dem Berg gilt wirklich, der gehört dir erst, wenn du wieder unten bist. Also zumindest vom Grat her unten, weil was wird mir jetzt ein großartiges noch passieren, außer dass ich vielleicht umknacks. Also, ja, doch ein bisschen eine anspruchsvolle Tour. Bewertet das Video wie immer, Daumen auf für Daumen runter, hinterlasst euch eine Kommentare und wer meinen Kanal supporten will, abonniert den Kanal, das würde mich echt sehr, sehr freuen und hilft dem Kanal enorm weiter. Außerdem kriegt ihr dann Erinnerungen, wenn das nächste Video online geht. Und was mich auch sehr freuen würde, wenn so viel wie möglich von euch bei Saleba 3000 mitmachen würden. Dazu nochmal der Aufruf, unten ist das andere Video verlinkt, schaut es euch an. Also es ist echt ganz easy, wenn ihr auf 3000 da rauf geht. Kleiner Zusatzaufwand für euch. Und schon spendet Saleba 5 Euro pro bestiegenem 3000er. In dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, ciao, ciao, ciao.